Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Liskow, wie Sie darauf kommen, dass das Parlament und vor allem der Finanzausschuss hinreichend informiert wurde, wenn selbst die Finanzministerin bzw. die Landesregierung eingestehen musste, dass sie überhaupt noch keine Gesamtkostendarstellung des Projektes JVA Waldeck hat, das ist doch schon erstaunlich. Offensichtlich wissen Sie ja mehr als die Landesregierung, denn diese Gesamtkostendarstellung habe ich ja explizit im Finanzausschuss erbeten. Und diese Gesamtkostendarstellung hat die Landesregierung zugesagt, weil sie sie momentan nicht hat. Und ich kann mich erinnern, dass auch erklärt wurde, dass das Finanzministerium hier noch in einer Prüfung sei. Ist ihm ja auch freigestellt, beziehungsweise ist ja auch in Ordnung. Ich finde das ja auch gut, dass das geprüft wird. Aber dass Sie offensichtlich das Ergebnis schon kennen und schon aus dem Haushalt ablesen können, das erstaunt mich aber schon. Also das sind offensichtlich Fähigkeiten, die ich auch gerne hätte. Ansonsten, bei allem Respekt, Frau Polzin, Sie haben hier eben gerade dargelegt, dass schon genügend Transparenz hergestellt sei. Also das verwundert mich dann doch. Und zwar erstaunlich verwundert mich das. Denn die Beratungsgrundlage im Finanzausschuss waren die Akten, die Sie unter Verschluss gestellt haben. Also ist faktisch kaum etwas zu berichten aus dem Finanzausschuss. Ja, aber das ist doch das Entscheidende, Herr Liskow. Die Verträge wurden unter Verschluss gesetzt. Also die Rechtsgrundlage. Und nur an der Rechtsgrundlage können wir doch auch prüfen, was denn für Verpflichtungen für die öffentliche Hand entstanden sind. Ich habe sie gelesen und es sind Fragen offen geblieben, die nicht im Ausschuss beantwortet werden konnten. Und genau deswegen haben wir ja im Finanzausschuss auch beantragt, den Landesrechnungshof zu beauftragen. Und Ihre Argumentation, Sie haben sie ja dankenswerterweise hier auch nochmal vorgetragen, war: Der Landesrechnungshof ist offensichtlich schon beschäftigt genug durch Ihre Landesregierung. Und das Zweite ist, lassen Sie uns nicht zurückschauen, sondern nach vorne. Aber ich sage Ihnen, um nach vorne zu schauen, müssen wir doch wissen, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Und deswegen war Ihre Erklärung meines Erachtens überhaupt nicht einschlägig. Und ich finde es schade, deswegen haben wir es heute nochmal beantragt. Zunächst möchte ich aber der Fraktion Die Linke für den vorliegenden Antrag danken, weil dieser Antrag, wie es auch Frau Polzin schon gesagt hat, immerhin eine Debatte in der Öffentlichkeit über die sogenannten öffentlichen privaten Partnerschaften im Land ermöglicht. Insbesondere ermöglicht der Antrag eben auch eine Thematisierung der vor kurzem öffentlich gewordenen Vorwürfe und Verdachtsmomente gegen die Einrichtung bzw. die Errichtung der Justizvollzugsanstalt Waldeck. Die JVA war bekanntlich Mitte der 1990er Jahre in einer öffentlich-privaten Partnerschaft errichtet worden. Frau Polzin sagt Investorbau. Ich glaube, es ist hier das Gleiche gemeint. Nun wurde allerdings kürzlich von einem ehemaligen Mitgesellschafter der Vorwurf erhoben, dass Schmiergelder geflossen seien und viel zu viel Miete gezahlt wird vom Land. Dieser Vorgang ist bekanntlich zugleich Anlass und Ursache für den vorliegenden Antrag der Fraktion Die Linke. Und genau aus diesem Grund hat meine Fraktion einen entsprechenden Änderungsantrag vorgelegt, den ich hier auch begründen möchte und muss. Wir Grüne fordern, dass die öffentlich erhobenen Vorwürfe und Verdachtsmomente gegen die Errichtung der JVA Waldeck umfassend aufgeklärt werden. Der Presse war zu entnehmen, und das hat eben gerade Frau Polzin auch noch mal erklärt, dass die Landesregierung wegen der erhobenen Korruptionsvorwürfe bereits die Staatsanwaltschaft eingeschaltet hat. Uns interessiert jedoch nicht nur die strafrechtliche Dimension, sondern uns interessiert auch, welcher wirtschaftliche Nachteil oder Schaden für das Land entstanden sein könnte. Und ob dieser Nachteil hätte später oder in Zukunft, Herr Liskow, wie Sie so schön sagen, nach vorne schauen, noch begrenzt werden kann und können. Das herauszufinden ist jedoch nicht die Kernaufgabe der Staatsanwaltschaft, Herr Liskow. Die Staatsanwaltschaft arbeitet auch nicht dem Landtag zu. Deswegen beantragt die Grüne Fraktion heute mit dem vorliegenden Änderungsantrag, dass der Landesrechnungshof die Verträge und die Wirtschaftlichkeit der JVA Waldeck für den Landtag und für die Öffentlichkeit nochmals überprüft. Das ist eine Kernaufgabe des Landesrechnungshofs. Nein, dazu komme ich noch, denn es hat auch einen aktuellen Hintergrund, Herr Dr. Niseri. Meine Damen und Herren Abgeordnete, unser Begehren, den Landesrechnungshof mit einer Prüfung zu betrauen, muss ich weitergehend begründen. Allerdings fällt mir das dahingehend schwer, weil die Landesregierung die Akten zur JVA zur Verschlusssache erhoben hat. Ich halte diese Einstufung für unverhältnismäßig. Denn das eine ist ja, die privaten und geschäftlichen Daten des Unternehmens zu schützen, und das andere ist, über die
weiteren Inhalte und die Verpflichtungen der öffentlichen Hand auch die Bevölkerung und die Öffentlichkeit unterrichten zu können. Und das ist auch Aufgabe der Opposition, das ist auch Aufgabe jedes Abgeordneten. Unter Berücksichtigung der Schranken meiner Indemnität, die bekanntlich allen Abgeordneten dieses Hohen Hauses ja zusteht, möchte ich den vorliegenden Antrag meiner Fraktion mit dem Hinweis auf 3 Verdachtsmomente begründen, die sich mir bei der Lektüre der Akten ergaben und die die Landesregierung mir gegenüber im Finanzausschuss eben nicht hinreichend entkräften konnte. Erstens, Bestandteil des ÖPP-Projektes in Waldeck war die Übertragung von Grundstücken von der öffentlichen Hand an eine private Gesellschaft oder mehrere private Gesellschaften. Dies erfolgte teilweise zu einem Preis einer symbolischen D-Mark. Das ist nicht unüblich, sage ich ganz klar. Offen ist aber, ob das Land nach Ablauf der 30-jährigen Mietzeit diese Grundstücke zum Verkehrswert zurückkaufen muss. Und ich finde, das ist eine entscheidende Frage. Da die Landesregierung mir darauf keine Antwort geben konnte, halte ich eine Prüfung durch den Landesrechnungshof mehr als für angemessen. Zweitens, im Jahr 2011 gab das Land an den neuen Eigentümer eine Einwendungs-, Einrede-, Verzichts- und Garantieerklärung gegenüber der darlehengebenden Bank ab. Ich bin in diesem Gebiet, und das sage ich ganz ehrlich, ein Laie. Aber ich habe soweit verstanden, dass eine Einwendungs- und Einrede-Verzichtserklärung für ÖPP-Projekte üblich ist, um kommunalkreditähnliche Konditionen für das Gesamtprojekt zu erhalten. Aber erst im November 2011 scheint auch eine Garantieerklärung hinzugekommen zu sein. Und jetzt sind wir nämlich in der Gegenwart. Im November 2011 ist etwas zusätzlich hinzugekommen, meines Erachtens. Meines Erachtens hatte diese Garantieerklärung die bis dahin gültige außerordentliche Kündigungsmöglichkeit durch das Land ausgehöhlt. Unter dem Strich zahlt das Land also Miete, auch dann, wenn die JVA gar nicht mehr existiert. Damit ist es faktisch ein Kauf. Warum wurde, frage ich Sie, im November 2011 die Rechtsposition des Landes möglicherweise nochmals geschwächt? Ich würde gerne den Landesrechnungshof prüfen lassen. Und ich würde mich übrigens auch gerne eines Besseren belehren lassen durch den Landesrechnungshof. Da bin ich ja ganz offen. Aber warum lassen Sie den Landesrechnungshof nicht ran? Drittens, im Jahr 2009 erfolgte ein Eigentümerwechsel, das ist ja auch öffentlich bekannt. Das Objekt ging zwar auf einen ehemaligen Mitgesellschafter über, aber aufgrund der öffentlich bekannt gewordenen andauernden Auseinandersetzungen zwischen den ehemaligen Gesellschaftern ist doch zumindest die Frage gestattet, ob nicht vielleicht doch das Ankaufrecht des Landes bei Eigentümerwechsel ausgelöst wurde. Hätte die lange Mietzeit vielleicht bei dieser Gelegenheit verkürzt werden können oder der Mietzins verringert werden können? Auch das wäre eine Prüfung durch den Landesrechnungshof wert, schon deshalb, weil es auch das aktuelle Regierungshandeln betrifft, meine Damen und Herren. Ich möchte aber wegkommen von den Akten, gleichwohl diese Akten noch sehr viel mehr Erörterungsbedarf enthalten. Zum Beispiel findet sich keine einzige Bausumme oder Mietsumme in den Verträgen, die das Land dem Finanzausschuss zur Verfügung gestellt hatte. Vielleicht gibt es ja noch weitere, aber die, die uns zur Verfügung gestellt wurden, enthalten keine absoluten Zahlen, sondern es werden nur prozentuale Vereinbarungen getroffen, was die Frage nach der Möglichkeit einer effektiven Kostenkontrolle aufkommen lässt. Wie hat das Land eigentlich den Kostenrahmen kontrolliert, wenn es, egal wie teuer gebaut wurde, das Land einen prozentualen Anteil Jahr für Jahr bezahlen musste? Aber lassen Sie uns, wie gesagt, von den Akten wegkommen. Auch die Informationen, die bereits öffentlich bekannt wurden, lassen einen aufhören und erstaunen. Die JVA würde angeblich als ÖPP-Projekt oder wie es Frau Polzin nennt, als Investorbau errichtet, weil damals das Land selbst nicht in der Lage war, so schnell einen Ersatz für die ehemalige JVA auf dem Werftgelände in Warnemünde zu errichten. Diesem Argument kann ich auch durchaus folgen. Und ich verstehe auch die schwierige Situation, in der das Land damals war. Aber was hat das denn mit der Finanzierungsstruktur zu tun? Was hat diese Problematik mit dem ÖPP-Projekt eigentlich zu tun? Das Land hätte doch auch einen Investor beauftragen können und diesen Investorbau hinstellen können und dann kaufen können. Warum wurde denn dann auch noch ein 30-jähriger Mietvertrag abgeschlossen? Das ist doch völlig unabhängig von der Frage zu betrachten, ob das Land in einer Zwangssituation war, von einem externen, von einem privaten, einen Bau aufzustellen. Und das steht auch nicht im Haushalt. Also diese zwei Fragen sind völlig voneinander getrennt zu betrachten. Jemanden zu beauftragen, einen Bau hinzustellen, weil ich selbst keine Bauverwaltung habe, die so leistungsfähig ist. Und die Frage, wie gestalte ich denn eigentlich die Finanzierung? Und meine Damen und Herren, meines Erachtens auch bei den damalig schlechten Zinsen und auch mit Hinblick auf die Möglichkeit, eben auch die Kommunalkredit,
Linien zu bekommen, wäre es meines Erachtens sinnvoller gewesen, das Ding einfach zu kaufen und sich sogar dafür zu verschulden. Unterm Strich hätten sie niemals das 2,5-fache bezahlt. Nein, ich werfe es Ihnen auch nicht vor, Herr Dr. Nisseri, dass Sie daran schuld sind. Das müssen Sie doch gar nicht auf sich ziehen. Meine Damen und Herren, ÖPP-Projekte sind Verbindlichkeiten für die zukünftigen Haushalte. Deswegen sprechen wir ja auch heute darüber. Deswegen sollten sie auch transparent als Verbindlichkeiten im Landeshaushalt ausgewiesen werden. Wir weisen ja auch die implizite Verschuldung durch Pensionslasten im Haushalt aus. Und zwar auf den Cent. Warum stellen wir dann nicht die de facto Verschuldung durch ÖPP-Projekte und Investorenbauten im Landeshaushalt klar und deutlich heraus? Das Finanzministerium konnte im Finanzausschuss keine Aussagen über die Gesamtkosten für die JVA Waldeck benennen. Denn offensichtlich weiß die Landesregierung selbst noch nicht, sie hat sie auf den Weg gemacht, finde ich gut, aber sie weiß momentan nicht, welche Kosten auf sie bei einem Ankauf der JVA nach 30 Jahren auf sie zukommt. Das weiß momentan niemand. Finde ich erstaunlich. Hier besteht also ein Kontrolldefizit und ein Planungsrisiko. Deswegen sollte eine transparente Darstellung im Landeshaushalt vorgenommen werden. Dies ist auch eine Forderung der Rechnungshöfe und das fordert auch der letzte Punkt unseres Änderungsantrages, nämlich eine transparente Darstellung der Gesamtkosten solcher Projekte für die zukünftigen Haushalte. Meine Damen und Herren, das Gebot der Stunde ist also die umfassende Aufklärung. Die fast schon pathologische Geheimniskrämerei der Landesregierung ist dagegen kontraproduktiv. Ich bitte daher um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag. Sollte unser Änderungsantrag abgelehnt werden, würden wir darum bitten, dass der ursprüngliche Antragsteller, die Fraktion Die Linke, die ziffernweise Abstimmung zulässt. Und wir würden dann zu Ziffer 1 Ja sagen, zustimmen. Ziffer 2 würden wir ablehnen, weil wir auch der Meinung sind, dass ÖPP-Projekte von Prinzip aus kein Teufelszeug sind. Das können auch ganz vernünftige Projekte sein, bloß diese JVA Waldeck ist meines Erachtens völlig aus dem Ruder gelaufen. Aber das heißt nicht, dass wir das Kind mit dem Bade auskippen müssen und jetzt auf immer da alle ÖPP-Projekte verteufeln müssen. Deswegen lehnen wir diesen Punkt ab und beim dritten Punkt enthalten wir uns. Die Kommunen, denke ich, können das selbst entscheiden. Ich danke in diesem Sinne für Ihre Aufmerksamkeit.